Brauchen wir eigentlich was zu trinken? Nö. Wer trinkt schon bei 30 Grad? Ja. Nur Verlierer trinken Wasser. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Urlaub auf Sendung. Aceton ist zu Gast. Aceton Benemsi, versteht sich. Man erkennt es am Hut. Ja. Denn heute geht es um Hüte. Ja. Weil was sonst soll man tun, wenn man so eine Frisur hat? Oder so eine. Da bleibt eigentlich, wenn man dann so vorm Spiegel steht und sich überlegt, okay, mache ich jetzt noch was damit? Oder geht's einfach so? Mhm. Dann geht's so auf jeden Fall schneller. Mindestens. Ja. Das Thema alte Hüte und Mützen hattest du ja schon gehabt. Hüte ist vielleicht das falsche Wort, sondern Mützen. Mhm. Es geht um Mützen. Und zwar um Repro-Mützen. Ja, weil da gibt's einen großen Unterschied. So mancher Bursche hat das noch nicht so eingesehen, dass es einen Unterschied zwischen Vintage und Retro gibt. Retro. Erzähl mal. Ja, weil mein Hauptproblem ist ja immer die Originalen. Bei meiner Riesenrübe, die passen ja seltens. Kopfgröße? 61. mit Tendenz zur 62. Was sind so Standardgrößen? Ich habe eine 58, da ist schon schwer. Was oft rumliegt, ist so 55, 56, da kriegt man es problemlos. Also eine 57 kriegt man gut, sag ich mal. Bei einer 59 wird es schon eng. Alles darüber schwierig. Also eine Größe kann man auch nochmal mit einem Hutspanner rausspannern. Man hatte mir tatsächlich bei Einkleidung beim Bund angeboten, einen Barett in der Größe 53. Hört sich doch perfekt an. Ja. Kannst du hinten noch so einen Keil rausschneiden und dann passt es vielleicht. Ich überlegte schon, die Religion zu wechseln. Ja, das ist... Filz ist ja halt... zeitlos und... Musst du den Leuten noch erklären, warum Aceton Benemsi? Ist ja eigentlich so dein ganz alter, schon immer Name im Internet. Eigentlich großer Karl May-Fan und vor allen Dingen der Orient-Zyklus. Wissen die Leute, wer Karl May ist? Wenn nicht, dann würden sie nicht hier zuschauen. Ich gehe davon aus, ihr wisst, wer Karl May ist. Der meistgelesene deutsche Autor überhaupt. Karl Mayst gelesen. Karl Mayst gelesen. genau. Kara Benemsi war sein Pseudonym im Orient, genau, im Osmanischen Reich. Und wenn du da bist, bist du Aceton Benemsi. Sohn der Deutschen. Jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Gut. Aber ich habe dazu gekommen, also ich wollte halt schon länger in Fez mal haben. In großer Größe. In großer Größe. Und auch gute Anlaufstelle ist in der Hinsicht Etsy. Ja, gut, ja, bei Etsy gibt es ja alles, auch viel Handgemachtes. Und auch aus dem Ausland, also ohne Probleme, bestellt in Istanbul. Und es ist so Samtstoff. Mhm. Das hat hundertprozentig auch einer mit der Hand genäht. In irgendeiner Hinterhofstraße. Ja. Es sieht nicht aus wie Fasching, es sieht aus wie was Echtes. Ja. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste. Das ist die Kunst. Ansonsten, was man halt recht einfach hier kriegt, sind halt diese Prinz Heinrich Mützen. Steht sogar drin, echte Prinz Heinrich Mütze, die kennt man ja. Die hat man, glaube ich, auch im Hütemützen-Video schon drin, thematisiert zumindest. Hier passe ich ja zweimal rein. Guter Preis dafür, 15 bis 20 Euro. Darf gar nicht viel mehr kosten, oder? Die gibt es auch normal und ich möchte meinen, hier kann man gar nicht so viel verkehrt machen bei denen, oder? Okay. Also mit normal meine ich, die kann man auch mal einfach irgendwo kaufen. Hm. Da muss man jetzt nicht extra irgendwo, wo hast du sie her? Ich habe sie, glaube ich, im Internet bestellt, aber jeder größere Markt hat da eigentlich so einen Händler damit. Das ist ja, die ganzen Rentner haben das Ding doch auf hier. Hm. Schon immer, zumindest hier im Osten. Hm. Und in andere Nordseeküste. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Ja. Dann noch ein anderer Hersteller, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Und zwar Sag's nicht, ich wollte sagen, sieht aus wie von Schuster. Nicht ganz. Aber die Richtung ungefähr. Und zwar Leningrader Hatmaker. Ha. Ist, was an der gut ist, die ist schön weit. Ja. Ich habe das mal probiert selber zu nähen, hatte ich, glaube ich, damals im Video auch gezeigt. Vielleicht können wir es mal vergleichen mit dem, was ich hier habe. Hm. Das ist irgendwas,
das ist eigentlich gar nichts. Die habe ich nur auf, weil sie weiß ist und hier dazu passt. Die ist vom Prinzip, geht die in die richtige Richtung. Also wir haben hier mehrere Teile, einen Knopf in der Mitte, einen recht kurzen Schild und das ist hier von schon angenäht. So, theoretisch setzt man auf, fällt über, aber ihr seht schon, hier ist nicht viel, was überfällt. Das ist eigentlich viel zu wenig, wo wir hier richtig viel haben und das Ganze tellermäßiger wirkt. Die verkaufen die als Partisanenmütze. Das habe ich mal hier für einen Zehner einfach an irgendeinem Hutstand auf irgendeinem Markt gekauft. Und ihr seht ja auch, das hat hier hinten so ein Zugband. Ist also größenuniversell und da seht ihr schon, dass das eigentlich Quatsch ist. Eigentlich hier ganz deutlich der Unterschied zu sehen, die ist zu schmal. Hier fällt nichts über. Selbes Ding, das war mal von eBay. Trage ich sehr viel. Finde ich, ist okay. Hat aber dasselbe Problem. Die Farbe, der Stoff geht, war auch 10 Euro oder sowas. Ist halt super billig. Hat aber auch hier hinten diesen Gummizug. Und ihr seht aber auch, ja, die fällt hier so ein bisschen über, wenn man will, so nach einer Seite. Aber halt nicht diese Tellerform, die sie eigentlich haben müsste. Muss aber sagen, ich habe zurzeit trage ich recht wenig Mütze. Warum denn nur? Weil es ist Sommer und da habe ich meistens einen Panama-Hut auf. Natürlich kann ich mir keinen echten Panama-Hut leisten, sondern habe den hier. Ich weiß nicht, ob ich den damals im Video schon hatte. Der ist aus Papier und hat 20 Euro auf eBay gekostet. Ich kann hier mal einen Link reinsetzen. Ich werde es vergessen. Schreibt mir es. Schreibt es nochmal in die Kommentare, dass ich den Link gefälligst posten soll, weil den vergesse ich jedes Mal. Finde ich okay. Ist nichts Besonderes, nichts Tolles. Sieht nicht irgendwie super alt aus oder so, aber ich trage ihn gern. Mittlerweile auch schon richtig eingegilbt hier durch die Pomade, die ich heute offensichtlich nicht drin habe. Aber ja, zurück zu deiner. Ja. Leningrader Mützenfabrik. Wer hätte das gedacht? Die Leningrad Hatmakers. Hatmakers ist ja, ja tatsächlich eine Leningrader Mützenfabrik, was die alles haben. Also die machen größtenteils natürlich dann eben Mützen. Also russische Armeemützen. Ja, so irgendwelche Schapkas und sowas. Ja. Darf ich mal sehen? Man sieht am Material. Nehmen auch Originalmaterial. Das ist halt original. Das ist halt sowas ist. Interessant hier die Form mal so offen zu sehen. Was mir hier auffällt, das ist nicht angenäht. Die sitzt trotzdem erstaunlich gut, weil der Schnitt gut ist. Müsste man sich tatsächlich mal den Schnitt angucken, weil ich habe ja schon mal versucht, selber so eine zu nähen und da habe mir den Schnitt auch selber ausgedacht und entsprechend ist die nicht so gut geworden. Aber also wenn einen das stört, kann man hier auch mit 3 Stichen das ein bisschen anheften. Das reicht ja schon. Aber die fällt halt wirklich breit. Das ist echt gut an der. Und hier ist auch nichts drin. Also das ist eine Schicht Filz und dann ein bisschen Innenfutter. Also ich dachte, vielleicht verstärkt oder sowas. Aber das merkt man, dass hier nichts drin ist. Ein sehr eckiger Schild. Stilmäßig. Wichtig ist für mich, es ist vielleicht eine Geschmackssache, wenn das hier überliegt, darf der Schild nicht drüber hinausgucken. So eine hatte ich auch mal, habe ich leider nicht mehr. Da war der Schild länger und das sah einfach dämlich aus. Das ist ja kein Basecap. Ja, wahrscheinlich der Vorläufer davon. Newsboy. Newsboy, Paperboy, Bakerboy, Babyboy, Superboy Cap. Aber im Alltag trage ich tatsächlich die und ist hier. Finde ich natürlich vom Stoff her schöner hier. Die hat ein schönes Muster. Also sie hat, wurde schon des Öfteren bei mir gesehen. Hier ist das auch so gemacht, hier ist das ein bisschen angeheftet. Auch hier die Länge, guckt nicht drüber. Und die ist so ein Mittelding, die fällt nochmal breiter aus, die nicht ganz so, aber auch schön breit. Ja. Ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Setz mal auf, dass man es sieht. Ja, ein recht kleiner Knopf obendrauf, aber du siehst halt hier, da guckt halt rechts und links einfach ein bisschen was raus. Und das verleiht dem halt die Form. Dieses, ja. Gibt ja noch, das sind ja, ist ja eine andere Form, gibt ja noch diese, die oben nicht den Knopf haben, sondern aus einem Stück sind, was dann direkt wie so eine Tellermütze ist. Beziehungsweise Schiebermützen werden die. Schiebermütze ist das im Prinzip auch.
Ich will gar nicht den Begriff Schiebermütze benutzen, weil das... Das ist zu breit gefächert. Da kommt dann sowas Modernes raus, was gar nicht geht. Aber ich habe zum Glück kein Beispiel, was ich euch zeigen kann. Aber ihr wisst, ich blende mal eins ein. Sowas. Bitte nicht. Aber hier, polnischer Hersteller. Sterkowski. Ja, aus Warschau. Warschauer Mützenfabrik. Aber wie man halt sieht, ist es auch schon etwas abgetragen. Ich habe jetzt gut ein Jahr, aber halt trotzdem sind wir mal in den Regen gekommen. Hält und ein paar Jahre. Ja, das ist Qualitätsarbeit. Das ist ja unkaputtbares Zeug hier. Nee, auch sehr ordentlich verarbeitet. Hier finde ich, die kommt mir qualitativ sogar noch besser vor als die. Weil hier ist das mit dem Innenfutter so ein bisschen. Lapprig. Das hier. Ein bisschen lapprig. Hast du hier gar nicht. Das kannst du zwar auch rausziehen, aber das hängt irgendwie besser zusammen. Das Innenfutter ist ja besser konstruiert. Die wiegt auch nur die Hälfte von der. Was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber die ist halt wirklich eher sowas, sag ich mal, für Reenactment, für irgendwas, dies, was du auch im Alltag wirklich trägst. Schöner Stoff mit ein bisschen Blau drin. Das passt überall dazu. Ja, und da die eben so von mir getragen wurde, habe ich mir gedacht, naja, legst dir jetzt mal was zu. Und da habe ich zwei Hersteller. Einmal hier wieder. Nochmal Sterkowski. Ja. Dass ich es nicht falsch ausspreche, von 1926? Ja. Echt? Gibt es die schon so lange? Ja, halt Familienbetrieb und der alte Obi, der tut da eben auch noch mitnähen und... Kleine Empfehlung an Sterkowski. Ja, also das ist keine bezahlte Werbung, noch nicht. Noch nicht, aber druck kein Gelb auf Karton, sondern einfach hier nochmal schwarz drüber. Dann kann man es auch lesen. schönes Design. Darf ich hier schon reingucken? Ich würde lieber damit anfangen. Weil gleichzeitig. Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Weil gleichzeitig Werbung gekriegt für Citizen. Ja. C-I-T-Z. Also einmal die Katze so über die Tastatur. Aber bitte nicht hier für den echten Peaky Blinders Look. Das geht so in die. Weil vielleicht müssen wir das an der Stelle mal kurz ansprechen. Also ich kriege immer mal so eine Werbung angezeigt, so eine Peaky Blinders-Style-Werbung. Mm. Und da zeigt es, ich versuche es euch einzublenden hier. Da zeigt es dann so Anzüge und Mützen und Krawatten und nichts davon sieht auch nur im Entferntesten aus wie bei Peaky Blinders. Es passt auch nicht ansatzweise in die Zeit, das sind moderne Anzüge. Zieht sowas nicht an, dann da gibt es echt bessere Repro-Klamotten. Also ich weiß nicht, diese Peaky Blinders-Style-Geschichten sind wahrscheinlich günstig vergleichsweise, aber sie sind auch Schrott. Zur Günstigkeit, also beide Pakete sind in etwa das gleiche wert. Oh. Hier ist ein was drin und hier sind drei Sachen drin. Ah, okay, aber ich ahne Furchtbares. Das geht nicht in die Richtung. Ich habe auch die originale Beschreibung mit. Oh, ja. Ist die humoristisch vorzulesen? Ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Also die, hier ist nochmal. Ich glaube, der Feldpost hat erst ein Video gemacht über Kriegszittern. Ja. So von der Optik her. Die Bilder sehen gut aus, aber das sind wahrscheinlich solche Betrugsbilder. Mhm. Noch lachen wir. Ja, der Johnson Baker Boy 8 Pieces Baker Cap Boy 100% Scottish Wool Trial Clear Only Made in Belgium. Belgien? Ja. Na, da wurde es vielleicht aus dem Container geholt. Ja, und das ist... Sieht so dünn aus. Diese hier. Die ist ja sofort auffällt. Made in Belgien. Ja. Das ist aber nicht deine... Doch, ist meine Größe. Und kleiner Spuler. Das ist die noch am besten aussieht.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt mal ganz wild verglichen hiermit, finde ich die jetzt gar nicht so schlimm. Hm. Aber ich denke, das ist... Ich nehme an, was dich jetzt stört, ich rate mal, ist, dass die insgesamt ein bisschen zu sehr den macht. Mhm. Und das liegt daran, dass das hier vorne einmal komplett angenäht ist rundherum. Weißt du, nicht einmal angeheftet vorn, sondern einmal komplett. Und dadurch zieht es die Seiten mit runter. Mhm. Ich frage mich gerade, wie die das überhaupt gemacht haben. Ob das die Naht ist? Nee, eigentlich nicht. Weißt du, vielleicht wäre das ja zu beheben. Hm. Ist aber immer doof, wenn man was selber machen muss. Aber was wir hier auch haben? Gummizug. Der Gummizug hier hinten. Dieser und ich sag Gummizug, mal, auch die Anlieferzeit, die spricht auch gegen Belgien. Also 14 Tage Anlieferungszeit. Ja, ja, das muss erstmal bis Belgien kommen. Ja. hier ist... Auf, also das ist immer auffällig, wenn das hier hinten so einen Gummizug hat und keine echte feste Größe, ist es meistens nicht so gut. Vom Stoff her finde ich es nicht schlecht. Hm. Aber trotzdem, das ist keine schottische Wolle. Können wir mal drüber reden, was haben wir hier für einen Stückpreis? War, glaube ich, 25 Euro. Ja, so ist ja auch eher im günstigeren Segment auf jeden Fall. Je mehr man bestellt, umso günstiger wird es dann. Ab 100 Stück gibt es eine umsonst. also ich sag's mal so, ich habe schon Schlimmeres gesehen und ich würde jetzt keinen damit wegschicken. Das ist eine blöde Formulierung, aber das passt dir doch nicht, das Ding. Das spüre ich doch, das ist doch für mich zu schmal. Das drückt doch. Kriegst du ja Kopfschmerzen. Dann zeig mal, wie es aussieht. Es geht. Es ist halt, man könnte mal probieren, dass man hier den Nahtstück auftrennt und dadurch sozusagen nur vorne was lässt. Ich finde es jetzt nicht komplett doof. Also ich hatte es auch beim Auspacken die als erstes und wie gesagt, es geht. Es geht. Ja, entspricht es leider ist, nicht dem. Es kommt natürlich nicht an die ran. Mhm. Also wir nehmen mal die als Maßstab, an die kommt es nicht ran, aber es ist okay, ich finde sie besser als die. So, mal so zum Vergleich. Ja, machen wir weiter. Die nächste 100% Seide. Ach. Ja, auch Kunstseide. Made in Belgien. 100% Seide, interessant. Ohne jetzt die komplett Form zu sehen. Ach, mit Knopf? Mit Knopf. Okay. Ich hatte jetzt sowas auf dem Markt gesehen für 15 Euro. Hier sind natürlich, der Stoff ist nicht so schön. Hier hast du so ein paar kleine Macken drin. Das ist keine, die dir passt. Weil die passt mir gerade so. Und da springt auch gleich der Knopf auf hier, wenn du die wirklich versuchst runterzuziehen. Die passt mir ja wirklich gerade so. Und die hat kein Zugband drin, was nicht zwangsläufig ein Zeichen von Qualität ist, vielleicht muss man das dazu sagen. Die fühlt sich ja, was ist denn hier drin, Frotte? Ja, also auf jeden Fall nichts, was irgendwie immer ein Tier oder eine Pflanze gesehen hat. Nee, also das hat mit Seide... Vielleicht vor ein paar Millionen Jahren, aber... Also mit Seide hat das nichts zu tun hier. Also hier ist keine Seide dran. Das fühlt sich anders an. Wäre das Seide, wäre hier auch nochmal ein Schild drin, wo das draufstehen würde. Allgemein, also es fällt auf. Es sind keine Schilder drin. Es sind keine Schilder drin. Und die Form ist hier eigenartig. Weil hier fällt ja gar nichts über. Das hat eher so was von so einer Oma-Mütze ein bisschen, oder? Weiß nicht, setz mal auf. Passt dir das Ding? Ja, das zieht ja viel zu sehr hier vorne. Also, ja, das fände ich jetzt nicht so gut. Aber ein Hammer noch. Ein Hammer noch? Und zwar 100% Leinen. Leinen soll das sein. Ich denke eher 100% Fußabtreter.
also das ist auch 100% Kunststoff, wenn du mich fragst. Gemacht wie die erste, auch hier eine umlaufende Naht, die das hier festhält. Krass. Ja, wieder großes Gummibar. Qualitätsmerkmal, Zugband hinten. Sieht jetzt auch nicht so schön aus, die würde dir aber vielleicht zumindest passen. Aber hier ist ja noch weniger Platz, oder? Naja, 2 von 3 würde ich sagen. Zeig nochmal bei dir. Nee, das zieht auch hier. Da ist einfach nicht genug Stoff da. Also hier würde ich sagen, die ist okay. Die kann man noch. Die kann man noch durchgehen lassen. Finde ich auch die Farbe passend. Hier das wirkt die Farbe durch den Stoff. Das ist einfach künstlich. Das fühlt sich auch an wie Plaste. Jetzt will ich noch mal kurz gucken. 100% Silk. 100% Leinen. Und es sieht auch nicht aus wie auf dem Foto. Bei weitem nicht. Also gerade die letzte hat gar nichts damit zu tun. Und auch die hier noch sehr schemhaft. Die ist tatsächlich zumindest nah dran. Also, ja, Zitrin. Ist nicht so zu empfehlen. Hände weg. Ja. Also da kommt ihr wirklich besser hier auf so einen Mockstand. Da ja, da kannst du so ein bisschen annehmen und aufsetzen. Ja. Aber ja, das ist auch bei, hier wie das hier über eBay gekauft, da sehen auch immer die Produktbilder deutlich besser aus als das, was man kriegt. Kommt wahrscheinlich alles aus derselben Bude hier. Weil es sieht innen auch genauso aus hier, mit irgendwelchen Plastikschrott verarbeitet. Da ist sozusagen davon abzuraten. Grundsätzlich, weil man eben nicht weiß, was man bekommt. Ja. So. Aber jetzt? Noch was Gutes? Ja. Einmal, wie angesprochen, schon die gute Verpackung. Sterkowski ist hier Warschauer Mützenfabrik. Machen die auch Hüte? Die machen auch Hüte. Was ist das denn? Eine andere Form, eigentlich aus sommerlichen Gründen die Leinenversion, aber die ist zurzeit nicht in der Farbe, wie ich sie haben will, und der Größe verfügbar. Daher die Woll-Variante. Das sieht ja auch interessant aus. Hier merkt man halt gleich von der Qualität her, alles, was man hier berührt, fühlt sich gut an. Das ist ja echtes Material. Ist so ein bisschen Richtung Prinz Heinrich Mütze. Ist angelehnt an die zivilen polnischen Mützen, so um die 100 Wände. Kommt ja auch aus Polen. Hier haben wir auch ein echtes Schild drin, wo drauf steht, was es ist, wo es herkommt, wie man es zu behandeln hat. Und mir ist er auch deutlich zu groß, das heißt, dir passt es. Ja, aber auch schön eben hier nochmal mit Schild drin und händisch drauf geschrieben und ist kontrolliert. Halt, und ist halt einfach was Echtes. Ja, wenn man sieht, ist mir tatsächlich ein kleines wenig zu groß. Naja, aber die schrumpft noch in der Sonne. lieber ein kleines Stück zu groß als ein Stück zu klein, weil so auf Dauer kriegt man auf Dauer kriegst du Kopfschmerzen. Ja. Das ist nicht gut. Also, wenn ihr sowas wollt oder sowas. Ja, und wenn ihr dort bestellt, sagt, dass ihr den Tipp von uns habt. Sponsert uns. nee, die ist wirklich gut. Die kann sich wirklich sehen lassen. Was kostet da eine? So um die 75 Euro. Oh. Dann versuche ich es lieber viermal in China. ist ja normal. Wenn man was Gescheites will, was einer mit der Hand gemacht hat, dann muss man ein paar Euro mehr bezahlen. Und auch hier ist ja sogar echter Wollstoff aus Schottland. Nochmal mit einem extra Schild dran. Und hier glaube ich es auch. Ja. Hier fühlt es sich auch so an. Also hier durchaus eine Empfehlung, wenn ihr sowas wollt. Sowas in der Form im Original zu kriegen, schwierig in aktuellen Größen. Also ich habe 2 solche flachen Tellermützen, alte Originale, die liegen gerade im Schaufenster, deshalb kann ich sie nicht zeigen. Ich glaube, wir haben sie im letzten Video über Mützen gezeigt, aber halt auch Größen 55 oder sowas. Also keine Chance. Was da aber hilft, ich glaube, beim letzten Mal haben wir es angesprochen, konnte ich es noch nicht zeigen, ist sowas hier.
gibt es im Netz überall hier und da mal zu kaufen. Auch hier bei unseren polnischen Freunden. Genau. Hutspanner, Head Stretcher. Hm. Weil es ist bei mir auch so, ich habe eben den großen Kopf, aber relativ oval. Hm. Und die meisten Mützen sind ja kreisrund. Ja. Also es gibt es günstig, was heißt günstig, so um die 20 Euro kostet so ein Ding, glaube ich, egal wo. Und wie funktioniert das? Ihr macht euren Hut am besten ein bisschen nass oder mit einem Dampfbügeleisen, Dampf rein, legt das Ding hier rein und dann kann man das hier mit so einer, hat so ein innenliegendes Gewinde und dann kann man das hier einfach aufdrehen. Auf, auf. Und dann spannt es den auf die gewünschte Größe. Können wir ein bisschen rumprobieren. Meistens, sage ich mal, wenn man es ein bisschen größer spannt, ist nicht so schlimm, weil der rutscht dann wieder ein kleines bisschen zusammen mit der Zeit. Auch zum Lagern vielleicht nicht schlecht, dass er halt, wenn er jetzt irgendwie im Warmen liegt, dass er da nicht zusammenrutscht von alleine. Also mal so ein, zwei Größen größer machen, je nach Hut, ist schon drin. Eine Größe problemlos, zwei Größen geht auch. Ich hatte es mit diesen Tellermützen probiert, die wirklich nass gemacht und hier das Ding reingemacht. Habt ihr halt von einer 55 probiert auf eine 58. Das geht vom Umfang, aber da oben sitzt dann komisch. Und dann über Zeit werden die dann wieder schmaler, wenn man sich da nicht weiter drum kümmert. Also kommt das sozusagen an moderneren Produkten hier schwierig vorbei. Herrenhüte ist schwierig. Da würde ich jedem empfehlen, nach was Originalen zu gucken. Oder sehr, sehr teure Repros. Hier ist man auch recht erschwinglich. Wenn man sich mal eine schöne kauft, dann kommt man damit lange hin. Deshalb hier unsere Empfehlung. Unsere Empfehlung. Die polnischen Hutbuben. Aus Warschau. Aus Warschau. Gut. Noch was zum Thema Hut, Mütze. Wenn ihr ansonsten zu dem Thema noch Fragen habt, könnt ihr sie hier gerne stellen und er wird sie beantworten. Warum ich? Weiß nicht, ich lese das aber natürlich trotzdem, vielleicht schreibe ich auch was. Ansonsten an der Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. So, wir gehen jetzt raus. Ja, viel zu warm. Ja. Ich glaube, mit unseren Ansteckmikros hört man es auch noch, wenn wir hier drüben sind. Verdammt! Wollen wir jetzt warten, bis die weg sind? Oder machen wir einfach aus? Wir tun einfach so, als wäre nie was geschehen. Okay. Psst. Ich mach's doch einfach aus.